Ja, Gratulation, wirklich von ganzem Herzen, weil es gibt ja sehr viele gut gemeinte, auch gut funktionierende und bemühte, ich sage mal, langjährige Aktionen und Einsätze, um Menschen generell, die es im Leben nicht gut erwischt haben, zu helfen. Aber Sternstunden ist eine über die Jahre absolut zweifelsfreie, segensreiche Einrichtung. Wichtig ist, was ankommt. Und das ist auch ein Zeichen von Sternstunden, dass das 1:1 rüberkommt über viele, viele Jahre und dass nicht irgendwas auf der logistischen Seite oder bürokratischen hängen bleibt. Also Gratulation, Sternstunden, absolut was Besonderes. Das ist jetzt vielleicht 3 Jahre her, da hatte ich die Patenschaft von einem rumänischen Kinderheim. Und was bedrückend war, wenn man diese Aufnahmen gesehen hat, das war ein Heim. Da gab es keine Heizung. Die Kinder haben in völlig schmucklosen Räumen gelebt. Das war ein Bett mit ich sag's mal, verbieselten Matratzen, braun, rostig, alles. Nur kaltes Wasser. Und dann wurde so ein Bub, der war vielleicht 10, 11 Jahre, gefragt, was er sich denn wünscht. Was er sich wünscht. Und dann hat er... Und es kam ganz aus dem Herzen, das war nicht irgendwie zurechtgelegt, hat er gesagt, sein größter Wunsch wäre, wenn er in die Schule gehen darf und wenn er was lernen darf. Wenn die Geschicke dieser Welt es erlauben, bitte genauso weitermachen. Ich werde es nicht mehr erleben, aber ich schaue dann von oben zu und nick dann und sage, ja, sie packen das genauso.